Guten Morgen, liebe Trader, herzlich willkommen zu unserem täglichen Marktüberblick heute am Mittwoch, dem 20.07. Ich spreche von euch hier noch aus den Niederlanden an der Nordseeküste. Es geht heute noch weiter Richtung Belgien. Gestern war es hier extrem warm, 38 Grad, und heute allerdings ist es deutlich abgekühlt und es ist sehr, sehr stürmisch. Schauen wir uns an, was wir für Termine für heute auf der Agenda stehen haben. Wir hatten bereits Erzeugerpreisindex in Deutschland, der ist schlechter ausgefallen als erwartet. Dann haben wir heute um 12:15 noch ein Bundesbankmitglied, was spricht. Und heute um 16 Uhr haben wir Daten aus den USA zu den Verkäufen von Immobilien sowie später um 16:30 Daten zu den Rohöllagerbeständen. Schauen wir uns mal an, was am Markt passiert ist, denn da ist einiges passiert gestern. Gucken wir uns den S&P 500 an. Und ja, wie ich ja schon mehrfach erwähnt habe, ist das, wenn der Markt hier über die 3,925 und noch besser hier rauskommt, nachhaltig, dann ja, dreht quasi die Trendrichtung. Wir hatten hier einen Abwärtstrend, übergeordnet auf Wochenbasis und auch auf Tagesbasis hier. Dann hatten wir hier eine Bodenbildungsphase, die ich beschrieben habe, die sich hier in einer Seitwärtsrange zeigte und sich nun, wie es aussieht, nach oben auflöst. Also noch ist hier nicht, ja, ich sag mal, die große Partystimmung, aber das Bild hat sich also doch sehr, sehr stark aufgehellt. Wir hatten hier nochmal einen kleinen Test dieser Tiefs mit einem Umkehrstab und dann ging es rauf. Der Nasdaq hat also jetzt hier mit dem gestrigen Tag einen Aufwärtstrend uns hier hingelegt. Ich hatte darauf hingewiesen, dass wir hier dann eine höhere Hochs bekommen und höhere Tiefs, na, was einen eben halt einen Trend kennzeichnet. Im Premium Trading Club sind wir entsprechend positioniert. Wir haben unter anderem einen Trade in XLK. Das sind eben halt die Tech-Werte aus dem S&P 500. Den haben wir hier laufen. Und ja, der ist also auch schon gut im Gewinn. Und ja, wir gehen jetzt eben halt davon aus, dass der Markt weiterläuft. Im Moment allerdings muss man immer dazu wissen, dass die Großwetterlage ist weiterhin abwärts gerichtet. Die dreht erst hier bei einem Trendbruch von knapp 13.000. Schauen wir uns den Dow Jones an. Der sieht auch sehr gut aus. Ebenfalls hier mit einem neuen Hoch und eben halt am höheren Tief das erste Mal, sodass wir also auch hier jetzt einen Aufwärtstrend im Moment vorliegen haben. Im DAX hatte ich hier vorgestern darauf hingewiesen, dass wir hier ein Long-Signal bekommen haben. Das wäre gestern hier extrem gut zu handeln gewesen. Da hätte man viele 100 Punkte verdienen können. Beeinflusst durch die Nachricht, dass voraussichtlich Nord Stream 1 wieder in Betrieb geht, hat der Markt hier gestern ja, auf die News reagiert und eine sehr starke Erholungs- oder Erleichterungsrallye hingelegt. Schauen wir uns Öl an, denn Öl läuft ja hier in einem übergeordneten Abwärtstrend auf Wochenbasis und wir sehen hier in gestrichelt einen Abwärtstrend auf Tagesbasis, der jetzt korrigiert hat und man sich eben halt, wenn man davon ausgehen möchte, dass der Trend sich auf der Shortseite weiter fortsetzt, sich eben halt entsprechend jetzt positionieren kann. Man könnte sich zum Beispiel untergeordnet im Stundenchart ein Signal suchen, um zu versuchen, hier die Short-Seite zu handeln. Schauen wir uns die US-Zinsen an. Hier sind wir auch immer noch in einer Seitwärtsrange und wir bekommen hier ein neues Setup, wenn der Markt unter dieses Tief hier geht. Dann haben wir ein Short-Setup und geht der Markt hier über dieses hoch, gibt es hier ein Long-Setup. Also man könnte sich entsprechend positionieren, Stops jeweils auf die andere Seite. Ja, also wenn man Long handeln möchte hier oben und den Stop hier unten, beziehungsweise andersrum, wenn man Short handeln möchte, hier einsteigen, da den Stop. Ja, Gold
hat wie gesagt hier eine starke Abwärtsbewegung gehabt und ja, konsolidiert jetzt hier unten. Also wie gesagt, für mich wäre jetzt hier noch kein Einstieg, denn im Moment müsste der Stopp immer noch hier oben hin. Das ist natürlich viel zu weit weg, sodass man auf eine Korrektur warten müsste, um sich dann wieder in die Richtung des Haupttrendes hineinzubegeben. Also ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, sage viele liebe Grüße hier von der Nordseeküste und ja, hoffe auf viele gute Trades für euch. Macht's gut. Tschüss.